Die Helligkeit eures Displays bestimmt, wie gut ihr auf eurem Display Dinge erkennen könnt. Wenn es besonders hell ist es super, wenn das Display möglichst hell ist. Wenn es in eurer Umgebung dunkel ist es gut, wenn das Display etwas dunkler ist, damit es euch nicht blendet. Mit dem iPhone 8 hält nun eine automatische Displayanpassung Einzug. Sie passt die Helligkeit je nachdem an, wie die Umgebung ausgeleuchtet ist. Wie das genau funktioniert, wie ihr das Ganze ein- und ausschalten könnt, zeigen wir euch in diesem Video. Willkommen in der Technik-Video-Welt, ich bin Alpa und in diesem Video sprechen wir über die Helligkeit des Displays. Wenn ihr draußen im Sonnenlicht seid, dann kann es praktisch sein, wenn ihr das Display auf volle Helligkeit schaltet. Wenn ihr allerdings zum Beispiel im Schlafzimmer seid oder in einem dunklen Raum und dann das Ganze auf volle Helligkeit hättet, dann würde euch das ziemlich blenden. Dann schalten wir das Ganze etwas dunkler. Es gibt eine Autoeinstellung im iPhone. Und diese Autoeinstellung, die bewirkt, dass sich das Display immer den jeweiligen Lichtverhältnissen anpasst. Wir schauen uns an, wo das Ganze zu finden ist. Wir gehen einmal in die Einstellungen und gehen dann etwas weiter runter auf den Punkt Allgemein. Dann gehen wir auf die Bedienungshilfen. Ganz oben finden wir den Punkt Displayanpassung. Und hier finden wir auch schon den Punkt Autohelligkeit. Wenn die Autohelligkeit deaktiviert ist, wirkt sich das möglicherweise auf die Batterielebensdauer aus. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass eben die Autohelligkeit, je nachdem wie hell oder dunkel es ist, das Ganze einstellt. Wenn ihr manuell das Ganze immer auf hell stellt und die Autohelligkeit ausschaltet, dann ist das Display immer automatisch ganz hell. Es wird also nicht mehr angepasst, selbst wenn es dunkler wird. Ihr verbraucht also sehr viel Energie. Neben der Tatsache natürlich, dass das Ganze etwas schwieriger lesbar ist. Um das Ganze zu demonstrieren, schalte ich nun mal die Helligkeit auf volle Lautstärke und schalte die Autohelligkeit ein. Wie ihr sehen könnt, dunkelt sich das Display etwas ab, weil es erkannt hat, dass das Display eigentlich für die Umgebung eigentlich zu hell eingestellt ist. Umgekehrt funktioniert das Ganze natürlich auch. Ich schalte das Ganze aus, mache das Ganze mal ganz dunkel und sage nun Autohelligkeit einschalten und dann kommt wieder die gleiche Helligkeit wie vorher. Also eine sehr praktische und gute Gelegenheit, das Display entsprechend automatisch anzupassen. Es kann natürlich trotzdem sein, dass ihr sagt, ich möchte, dass das Ganze etwas heller ist. Dann kann man natürlich, obwohl die Helligkeit automatisch eingestellt wird, das Ganze dennoch etwas manuell anpassen. Das funktioniert natürlich. Das nächste Mal, wenn ihr allerdings das Handy vom Standby-Modus wieder aufweckt, dann ist eben die Autohelligkeit wieder eingeschaltet. Dieser manuelle Modus, dass ich das Ganze jetzt hier anpasse, gilt also so lange, wie ich das iPhone auch tatsächlich benutze. Eine tolle Funktion, wie ich finde. Und das war's dann auch schon für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal. Wenn ihr jemanden kennt, für den das Video interessant sein könnte, teilt das Video. Schreibt uns eure Fragen und Anregungen in die Kommentare hier bei YouTube. Wir lesen und beantworten alles. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen hier in der Technik-Video-Welt.